aus. Okay, ansonsten gibt es hier wohl erstmal nichts. Wir sind in der Demo auch in diesem Raum gestartet hier tatsächlich. Ja, Frankreich fehlt. Gut. Okay, dann gehen wir mal runter in den Heizraum. Bitte, 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 unbehelligt. Das wäre schön. Gruseliger Bär. Nein. Es hat auch so ein bisschen Charakter wie Resident Evil 7 tatsächlich, ja? Dieses Haus in Dalvi. Na? Von den Bakers. Hat so ein bisschen ähnlichen Charakter, finde ich irgendwie. So mit dem Tageslicht, das überwucherte, das Sumpf hier. Macht viel richtig, das Spiel hier, finde ich irgendwie. Klar, Bewegung, Kampfsystem, naja, ist eben so eine Sache, ne, aber grundsätzlich finde ich es echt gut. Irgendwie ist, bis jetzt ist, finde ich, eine sehr gelungene Remake. Obwohl es eigentlich mit dem Original nicht viel zu tun hat, tatsächlich so inhaltlich. So, okay, gut. Auch hier hatten wir ja mal eine Vorlage. Mi. So, okay, das wird wahrscheinlich das sein, ne? Gut, Sonne scheint also auf eine Kirche runter. Ein kleines idyllisches Dörfchen. Alles klar, das kriegen wir hin. Ah, okay, das war's. Ja, schön. Schön. Wir haben den Halskessel kaputt gemacht. Wir haben keine Zahlen. Wir haben keine Zahlen. Oh, sag mir nicht, hier müssen wir jetzt irgendwas zusammenpuzzeln, Alter. Ah. Nacht, Jojo! So, wo kriegen wir Zahlen her? Warte mal, muss ich vielleicht die Lampe ausmachen? Leuchtet hier irgendwas? Nee. Weiß man nicht. Gruseliger Ofen. Ah, schön. Schwarzes Loch. Schön. Okay, wo sind die Zahlen? Da sind die Zahlen. Okay, 7, 5, und 9. Alles klar. So, doch, das kann ich. Achso, warte mal. Vielleicht auch der Größe nach, ne? Muss man das vielleicht auch sortieren? Kann das sein? 1, 2. Probieren es mal. Ja, würde ich jetzt mal so sagen. So, okay, dann ist. Das größte, würde ich sagen, ist eine 9. So, das mittlere ist die 7. Und dann ist das die 5. Perfekt, das war's. Der Weinkeller. Das schwarze Glas zeigt wieder einen anderen Raum. Das ist der Weinkeller. Das muss zu einer weiteren Erinnerung von Jeremy sein. Der Grusel-Weinkeller. First try. Ja, blinde Tugend, weißt du? Mutti. Blinde Tugend für mich. Ach, wer öffnet denn jetzt hier einfach die Tür? Hallo? Oh, wer hat denn... Nein. 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 Ah, ich denke mal, die hier aus der Küche will jetzt hier einen romantischen machen. Tür sieht auch anders aus. Warum kann ich in die Tür reinlaufen? Das ist seltsam. Mutti, das hilft nicht. Wirklich, das hilft jetzt nicht. Was ist denn jetzt los? Okay, wir sind auf einem Friedhof. Yay. Ich mach mal erstmal Licht aus. Ich erstmal irgendwo sehen. Ja, scheiß drauf. Ich wusste es. Ich wusste, es würde funktionieren. Du wirst hierbei richtig gut, Colby. Vielleicht sogar zu gut. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich denke, wir sind gleich tot.
Er switcht halt einfach irgendwie durch die, ich weiß nicht, Dimension, durch die Räume irgendwie, ohne sich zu erinnern. Ich weiß nicht, ob du in irgendwas damit gut wirst oder ob du einfach, das ist nicht da oben, oder ob du einfach irgendwann langsam nur noch wahnsinnig wirst. Können wir hier oben was nehmen? Nein, es sind nur Kerzen. Und überall gluckst und knotet. Mann. Hm. Ein Buntspecht. Oh. Aber geile Atmosphäre. Wirklich geile Atmosphäre. Hör doch mal auf. So, okay. Was steht hier? Hier liegen meine Gebeine. Ich wünschte, es wären deine. Die Familiengruft der Hardwoods. Emilys Familie scheint ja in New Orleans tiefere Wurzeln zu haben, als ich dachte. Und ich hatte sie für einen Yankee wie mich gehalten. Ja, die Hardwoods, die sind hier schon eine Institution. So, okay, hier hat den Deckel auch schon so leicht zersetzt. So Mausoleen finde ich halt auch immer, ist was ganz komisches irgendwie. So die Familiengruft. Also hat es ja per se jetzt nicht schlechtet, ne? Irgendwie, aber irgendwie hat es so was. Auch so was Aristokratisches, finde ich. So ein bisschen was Adliges. So, die Familiengruft. Mortimer. So, okay. Da fehlt eine Platte. Der hat eine Platte. Ich würde mal sagen, 1 und 1 zusammenzählt. Gib mir das. Und dann wird vielleicht irgendwas passieren. Der Segen. Was ist das? Noch eine Platte? Nee. So, okay. Dann packen wir die hier mal. Na, was haben wir denn hier? Na, was haben wir denn hier? Und wir müssen sie drehen. Ich würde mal sagen, so vielleicht? Hab es. Eine Spitzhacke ist jetzt sehr schön. Aber die Spitzhacke ist stark. Aber lang. Oh, Vorschlaghammer. Okay, den haben wir noch nicht. Der wird wahrscheinlich noch langsamer sein. Aber bitte lass den doch ein bisschen wenigstens halten, ey. Bitte. Oh, please. Oh, ein Doppel-Achim. No, ich. Kaputt gemacht. Hat ihn gar nicht interessiert. Ein Feind, eine Waffe. Das ist doch. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oder hätte ich jetzt auch einfach nur dreimal zuschlagen können, irgendwie, da habe ich, anders gefragt, habe ich zu oft zugeschlagen, irgendwie, war er schon längst down, irgendwie, und hat trotzdem immer noch aufgrund seiner Hitbox irgendwie die Schläge meines Hammers abgezählt. Okay, er braucht drei so eine Segensplatten. Ah. Wir basteln aus einem Doppel-Achim eine neue Waffe, finde ich gut. Ich mag deine Art zu denken, Mutti. Das finde ich gut, das machen wir. Bauen uns eine Knochenrüstung aus ihm. Und aus dem Rest machen wir irgendwie ein paar schöne Rapier. So, okay, hier geht's nunter. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Also ein Klassiker wie ein hochfliegender Vogel. Holy moly. Okay, da höre ich schon wieder gurgeln. Das ist schon wieder irgendeiner sehr respiratorisch. Nicht gut unterwegs. So, hier gibt es auch keine Munition und nichts. Quietsch. Ist eine Maul. Guck mal, das, ach, ist ja witzig. Jetzt erkennt das erstmal. Das ist quasi ein Knochen-Doppel-Achim und da hinten ist noch ein lebendiger Doppel-Achim. Ist ja interessant. Ist ja ein Ding. Finde ich ja schön. Ach, lassen wir uns gehen. Scheiße. 6 Schuss. Ich habe eigentlich nicht so viel Bock, tatsächlich.
Ein Schuss. Ein Schuss. So, let's test it. Ja, die Holz ist schon weg irgendwie, keine Frage. Aber das ist natürlich jetzt eine Reserve, an die will ich eigentlich nie ran. Besonders, weil ich hier einfach keine neue Munition finde. Nur Sachen, die ich werfen kann. Die mir total Latte sind. So, was haben wir hier? Oh, 7 Patronenpistolen, das ist gut. Das ist gut, dann kann ich wieder switchen. Und hier schnell reloaden. Ja, auf so einem Friedhof. Eigentlich ein echt klassisches Szenario für ein Horrorspiel. Aber schon so klischeehaft irgendwie, dass das kaum eigentlich noch irgendjemand benutzt hat. Ja, schön, umso schöner finde ich, dass halt Alone in the Dark sowas nochmal aufgreift. Ja, eigentlich hat Alone in the Dark das einzige Recht, das so zu machen. Ohne, dass man das beschmunzelt. Finde ich. Aber ihr seht, ich bin nur Fanboy. So, um zu schleichen. Ihr könnt da vorbeischleichen. Das ist halt die Frage, bringt das jetzt was bei dem Doppelachim? Okay, gut. Okay, könnte an dem Scorny vorbeirennen. Jetzt muss immer nur die Frage, wie viel Loot entgeht mir. Oh, hallo. Shovel. Getränk. Ja, sehr gut. Lauf mal weiter. Lauf weiter. Oh, ist der Fleischboy. Renn ich durch. Kennt ja nichts, ne? Munition gespart. Klingt schön, klingt schön. Na, lauf weiter, lauf weiter. So, wir sind... Ist blockiert. Ist blockiert. Na schön. So, wir sind in der Gruft. Und ich will ja nicht wissen, wie viel ich jetzt schon von diesen Collectibles einfach übersehen habe. Ja, weil ich in irgendwelchen Ecken nicht drin war oder irgend so was. Aber das ist, so ist es dann halt. So ist es dann halt. Ah, weiß ich nicht. Sieht nach Bosskampf-Arena aus. Weiß ich nicht. Meine Spinnensinne springen an. Und wir haben hier auch nochmal eine neue Schaufel. Ah, weiß ich nicht. Ich habe hier ein ganz schlechtes Gefühl, Freunde. Oh, was haben wir da? Kann ich mir das Kreuz hier runternehmen? Okay. Zeig den Kruzifix als Waffe. Wohn, ich höre, ich sehe es noch nicht. Wo ist er? Okay, gut, wir gehen mal jetzt hier rein. Was haben wir denn hier? Ah, den Keller. Jetzt noch weiter runter, oh nein. So, Moment, man kann ich auch die Funzel wieder anmachen. Hallöle? Ja, was halt erwartet, was drin ist. Ah, okay, da ist die erste von 3 Platten. Die holen wir uns. Aber ich denke, die wird bewacht sein von irgendwas. Ah, ein Doppelachim. Ein gepflegter Doppelachim kommt angeschlendert. Okay. Ja, das ist nicht cool. Okay, das Kreuz hält mehr als ein Vorschlaghammer. Ja, da kann man jetzt tatsächlich von halten, was man will. Irgendwie. Also die subtile Message ist wahrscheinlich klar. Das Omen. Nehmen wir. Oh Gott, Alter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah. So, hier haben wir einen Vorschlaghammer.
So, was haben wir hier? Ah, Munition. Jawohl. Das ist gut. Das ist gut. Ich zieh jetzt wieder hoch. Doppelachim ist von hinnen. Nein, ist er nicht. Ja, 30 sich noch weiterzuleben. Nachladen, komm, schnell nachladen. Gönn dir, los, komm, 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 komm. Nimm fort. Okay, okay, cool, 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 das war gut. Ah, schön, 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 schön. So, hier haben wir noch eine Flasche. Wie sieht's aus? Lebenstechnisch? Ah, eigentlich ganz gut. Oh, okay, 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 okay. So, ich hab eine Platte. Eine Platte. Ich bin vorhin wo reingelaufen? Ich bin hier reingelaufen, ne? So, und bin drüben rausgekommen. Oder bin ich hier reingelaufen? Ich bin hier reingelaufen, ne? Hm, ich bin denn hier rausgekommen. So, das ist aber blöd. Okay, rufen wir mal hier runter. So, das gute Kreuz. Was denn? Ich gerade erschrocken vor irgendwas? Wieso sind denn... Wieso? Hm. Achso, das ist Anagon dabei. Na denn? Na denn läuft das ja wie geschnitten Brot hier, Freunde. Sehr schön. Okay. Na warte, na warte, na warte. Okay. Weiter geht's. So ein Beinhaus, Alter. Nein. Nein! Hier kommen auf jeden Fall doch Müllachims. Ich sehe doch kommen. Mmh, das muss so gut riechen hier. Ich höre es doch schon. Oder? Hallo? Nicht doch. So, gibt's auch nichts zu finden? Okay, gut. Wo? Wä? Warum? Von wo, Alter? Was? Na, na klar, Alter! Was ist denn, Alter? Was ist los hier mit euch? Einfach zu viel. Oh, es sind einfach zu viel. Ja, ja, denn los! Hier, Gummi, Alter. Oh no, 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 shit. Mann, hau ab. Lass mich. Warum komme ich denn hier nicht vorbei? Oh, du Mann, Alter, die keilen dich einfach fest. Die keilen dich einfach fest. So, lass mich. So, Kugel nochmal rein, Pistole, Kugel nehmen wir nochmal mit. Boah, ey, was für ein Stress. Was für ein gottverdammter Stress. So. Ey, immer wenn du denkst, so, du hast so ein bisschen Munition irgendwie schon, zerschlonst du die einfach sinnlos an irgendeiner Ecke, ey. So Mist. So.
Nochmal einen schönen Kandelaber in der Ecke. Und hier haben wir die letzte Platte. Und damit haben wir alle drei. Und damit kommen wir in die große Krypta rein. Das Opfer, eine altmodische Platte, verziert mit vergessenen Allegorien. Na, was haben wir denn hier? Na, was haben wir denn hier? So. Ah, sie bleiben on the floor. Okay, können wir jetzt hier hoch. Das wäre schön. Ja, sieht gut aus. Oh, was haben wir da? Ein kleiner Ritter. Ach nee, das, das ist kein kleiner Ritter. Hoppala. Ah, schön, wir kommen direkt drauf zu. Das ist gut. Ach, Gott sei Dank ist das vorbei. Ja, ist das? Sag mal, wir kommen von hier hinten, ne? Kann das sein? Gut, Karte kann ich jetzt nicht aufrufen, ne? Hier hinten? Nee, doch nicht hier hinten. Wir kommen noch nicht von hier hinten. Ah, Mann! Das sind verdammte Vögel! Mist! Scheiß! Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Oder? Nicht, dass wir jetzt hier ein schönes Collectible vergessen. Oh, guck mal hier, hallo, wer... Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Okay, aber wir kommen hier nicht rein. Okay, Familiengruft der Bogarts. So, okay, dann laufen wir doch wieder zurück. Und packen erstmal die Platten rein, wahrscheinlich. Müssen wir alles... Step by step... machen. So, dann schauen wir mal. Okay. Haben wir jetzt unten einen Indikator? Warte mal, doch. Haben wir. Wir haben. Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Eigentlich nicht. Wir haben eigentlich alle drei. Aber das, was ich mal schauen will. Wir hatten, glaube ich, in dem Buch hat man eine Abbildung. Nee, hat man nicht. Schade, hat man nicht. Ich dachte, die letzte wäre gewesen, aber niente. Ha. So, und wir machen das Omen rein. Wir machen den Segen rein und wir machen den. Das Medaillon rein. So, wir müssen wahrscheinlich alle ineinander drehen. Das Lamm. Jawohl! Open the gate. Oh, mit so einem Briefchen. Das ist ein beknackten Deckel, Alter. Bitte nicht anfassen. Jeremy? Was machen Sie hier? Alle suchen nach Ihnen. Ich weiß, es ist alles so ein Chaos. Niemand versteht es. Ich will doch nur das Böse fernhalten. Nur noch ein bisschen länger. Sie müssen mit mir zurückkommen. Erkläre dich. Ihre Nichte wartet in Lucedo. Emily? Warum ist sie... Mein Brief. Ich mache es nur noch schlimmer. Was geht hier vor, Jeremy? Wie kann das alles passieren? Ich habe jemandem etwas Schreckliches versprochen. Der Schattenmann. Wer ist er? Nein, 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 sagen Sie nicht den Namen. Er kann uns hören. Er belauscht uns ständig. Wer ist der Schattenmann? Jeremy. Ich muss verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe ihm alles versprochen. Wenn die Sonne aufgeht, werde ich für die Ewigkeit in seinem versunkenen Wüstentempel angekettet werden. Was? Aber wenigstens wird das Böse, das in Dorsetto erwacht, niemandem außerhalb dieses verfluchten Orts schaden. Sie reden Unsinn, Jeremy. Ich will Ihnen helfen. Sie können gar nichts tun. Was soll dann all das mit Taroeia? Warum wollten Sie dorthin? Ich kann da nicht hin. Ich darf nicht. Aber Sie wollten dorthin. Kann ich hin? Reden Sie. Kann ich so diesen Pakt brechen, Ihr Versprechen? Gibt es dort was, das helfen kann? Warum machen Sie mir Hoffnung? Das ist grausam. Okay. Offenbar sind wir etwas auf der Spur. Was sollte ich... Achtung! Oh. Hinter Ihnen! Rennen Sie! Er darf Sie nicht kriegen! Oh, nö, 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 Alter.
Na, das lief ja super. Es ist so konfus, Alter. Es ist so konfus. Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorkommnisse gesehen. Erinnerungen drängen sich in die Realität und brennen dann aus wie müde Glühdrähte in elektrischen Lampen. Traumlandschaften stürzen von den Sternen herab und versinken im Meer. Türen, die ins Nirgendwo führen und zugleich überall hin. Bei all dieser Träumerei wollte ich daran glauben, dass es eine Chance gäbe, dass du einen Weg finden könntest, am Leben zu bleiben. Einen Weg, den ich nicht sehen kann. Genau wie ich gelernt habe, mit meinem Talisman zu navigieren, kanntest du vielleicht mit all deinem Wissen einen Weg. Einen Weg, mich wiederzufinden. Vielleicht in Taroea. In Liebe, Jeremy. Ein Kofferschlüssel. Ein Kofferschlüssel. Die Reisetruhe, natürlich in dem Zimmer von Jeremy. So. Sie ist tot. Und egal, wie sie gestorben ist, jetzt sieht sie friedlich aus. Na toll. Wird bestimmt nicht sterben wollen. Okay, toll. So, tatsächlich ist das Zimmer von ihm ja hier vorne. Und dann können wir gleich mal schauen. Na? Hey, Patronen. Okay, ein paar Sachen spawnen tatsächlich neu nach. Das ist ganz cool. So, dann müssen wir mal schauen, was in der Truhe drin ist. Ah, die Barlow-Linse. Alles klar. Sehr gut. Eine Linse, die an Amateurteleskope angebracht werden kann, um die Vergrößerung zu erhöhen. Sehr schön. Eine Teleskoplinse? Warum sollte er das wegschließen? Tja, wahrscheinlich, weil wir damit nicht etwas entdecken sollen. Was wir jetzt aber tun. Ja, hier. Barlow-Linse. Okay, wir können... Maus? Nein. So, wie sollen sie einstellen, damit sie so flach wie möglich ist? Also so. Whoa.